Wir stehen zusammen auf und wollen beten. Jesus, wir sagen dir Danke für diesen Tag des Durchbruchs, diesen Tag der Berufungserneuerung, dieser Tag der Heilung, ein Tag der Gnade Gottes, ein Tag der Wiederherstellung. Wir sagen dir Danke, dass das gute Werk, was du begonnen hast, das wirst du auch vollenden, in Jesu Namen. Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir jetzt unsere Herzen öffnen dürfen. Wir wollen nicht hören, was der Daniel zu sagen hat. Wir wollen hören, was der König der Könige zu sagen hat heute, an diesem Tag. Jesus, du siehst alle hungrigen Leute. Du siehst alle durstigen Leute. Jesus, und wenn wir hungrig und durstig zu dir kommen, dann bist du derjenige, der alles erfüllt. Und so öffnen wir unser Herzen jetzt für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm, erfüll die Herzen, mach sie voll mit deinem Wort. Lass jeden Einzelnen verändert nach Hause gehen. Und wir sprechen aus, das gute Werk, was du begonnen hast, das wirst du auch vollenden. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Sag mal deinen Nachbarn, bevor du dich hinsetzt, hör gut zu. Halleluja. So, wir begrüßen ganz besonders alle Leute auch also im Raum natürlich, dann an den Livestream. Aus Österreich, Schweiz, alle aus Deutschland und aus Südtirol darf ich nicht vergessen. Und die Leute, wo ich letzte Woche war, in Kroatien gibt es auch Leute, die mitgeschauen. Aus Brasilien schreiben uns schon Leute. Und besonders möchte ich erwähnen, meine liebe leibliche Schwester Lilly aus Kanada, die nicht wollte, dass ich sie erwähne. Die gesagt hat, kauf diesen Anzug, den Leuten wird es gefallen. Danke. Lilly, das war für dich. Halleluja. Mein Thema heute ist Double for Trouble. Double for Trouble. Wer von euch hatte schon mal ein Trouble? Wer von euch hatte schon mal schwierige Momente in seinem Leben? Vielleicht hattest du schon Trouble, also richtig Druck in deinem Leben. Und da gibt es eine Verheißung, dass eine doppelte Erstattung zustande kommt. Auf Deutsch kann man das übersetzen, Double for Trouble. Also Gott erstattet auf das Doppelte für den Ärger, den der Teufel gemacht hat. Wir brauchen sozusagen viele Worte, ja, in Deutsch. Können wir uns einigen auf Double for Trouble? Ja, versuchen wir es mal zusammen. Wunderbar. Wenn ich euch das Mikrofon jetzt hier zeige, sagt ihr Double for Trouble. Wenn ich euch das Mikrofon zeige, sagt ihr Amen. Amen. Wir testen es mal. Amen. Perfekt, ja. Jetzt haben wir schon ein gutes Zusammenbau. Als ich vor 20 Jahren unheilbar krank wurde, die MS bekommen habe, der Arzt hat zu mir gesagt, du wirst in 2 Jahren im Rollstuhl sitzen. Ich konnte schlecht sehen, ich konnte nicht mehr schreiben, Studium war nicht möglich. Und die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, es ist aus, es ist zu Ende. Habe ich eins gewusst, es ist dann zu Ende, wenn Gott sagt, es ist zu Ende. Und der Teufel wollte meine Berufung rauben. Die Ärzte haben gesagt, rumreisen wirst du nicht. Dieses Jahr bin ich in 10 Nationen unterwegs, auf 4 Kontinenten, weil es eine doppelte Erstattung gibt für das, was der Teufel rauben wollte. Halleluja. Ich war vor ein paar Jahren jetzt in Indien unterwegs und da gab es einen Mann, der war ganz hoch, so ein Medium, ganz oben, so ein ganz hohes Tier. Der konnte mit seinen Göttern da reden, war nicht wiedergeboren und er hat immer die Erleuchtung gesucht, im Hinduismus die Erleuchtung gesucht. Und er konnte mit den obersten 3 Göttern reden da oben und hat die Erleuchtung gesucht und sucht und sucht und sucht und versucht, die Erleuchtung, wir nennen das den Sinn im Leben, zu finden. Und er sucht es und sucht es und sucht es und diese Götter versuchen, seinen Verstand zu nehmen. Sie versuchen, seinen Verstand zu nehmen und wegzunehmen. Und sagt, gib mir deinen Verstand. Und er wollte unbedingt die Erleuchtung finden. Sein ganzes Leben hat er dahin gegeben, um die Erleuchtung zu finden und hat sie nicht gefunden. Und er war kurz davor, sich umzubringen und in einem Raum, wo es keine Fenster gibt und dieser Gott sich manifestiert und mit ihm physisch redet, sagt er, gib mir die Erleuchtung. Plötzlich kommt in diesem Raum ein Licht hinein. Wir wissen, Licht, ein Raum ohne Fenster, Licht ist immer von Jesus. Dieses Licht geht auf diesen Götze drauf, dieser Götze erstarrt und fängt an zu sprechen. Ich kann keine Erlösung geben. Erlösung kann nur Alpha und Omega geben. Er hört dieses Wort und die Christen waren für ihn nichts.
Aber er kennt einen Christen, seinen ehemaligen Klassenkamerad. Den hat er verfolgt. Dieser Christ hatte Angst vor ihm. Er wollte nichts zu tun haben mit diesem Christen. Und er wusste, Alpha und Omega hat was zu tun mit der Bibel. Und er wollte Jesus finden. Jesus, derjenige, der Alpha und Omega ist. Es gibt in der Bibel Alpha und Omega. Und er klopft bei diesem Freund und sagt, hey, lieber Freund, ich muss mich bekehren. Und dieser Freund denkt, er will ihn hintergehen und sagt, nee, verschwinde. Klopft mitten in der Nacht, ich muss mich bekehren. Nein, verschwinde, du darfst, geh weg von mir. Und er musste kämpfen, um sich bekehren zu dürfen. Und die Nachbarn werden aufgeweckt mitten in der Nacht, weil der rumschreit, ich muss mich bekehren. Und dann sagt, lass ihn schon rein. Dann kam er halt rein, hat sich bekehrt, sein Leben Jesus gegeben. Sein Leben hat sich dramatisch verändert. Er hat sich bekehrt, hat natürlich gleich Ausschluss aus allem bekommen, Familie weg. Er war ganz alleine, findet einer unserer Pastoren in Indien. Er nimmt ihn unter geistlichen Obhut. Er wird einer der Pastoren, wächst gut auf. Alles ist wunderbar. Gott stellt alles wieder her. Er heiratet, seine Frau wird schwanger. Frau kriegt das Kind. An dem Tag der Geburt ist das Kind tot. Der Teufel spricht zu ihm, weil du so viele geheilt hast, weil du so viele zu mir geführt hast, weil du so viele rausgerissen hast, aus meinem Reich habe ich deine Tochter genommen. Dieser Mann nimmt seine tote Tochter auf seinen Schoß, legt seine Hände auf und spricht zum Teufel, Teufel, der Herr, Jesus ist der Herr über Leben und Tod, nicht du. Und in Jesu Namen, Leben kommt zurück bei dieser Tochter. Als ich dort war, war sie 6 Jahre alt, sitzt auf dem Schoß von dem Papa, ist mit einer Frau des Glaubens, die absolut alles für Jesus tun will. Und ich habe mich so gefreut, weil er eine doppelte Erstattung kommt für das, was der Teufel rauben will. Halleluja. Bisschen mehr Power bitte. Genau, Halleluja. Lass uns mal hineinschauen zu einem, der alles verloren hat. Hiob. Kennt ihr seine Geschichte? Hiob, ein weiser Mann, ein Mann, der alles hatte, ein reicher Mann, ein Mann des Friedens, seine Vermögen steigt, seine Familie läuft gut, alles ist wunderbar, alles ist perfekt. Und was geschieht? Gott erlaubt dem Teufel, dass er ihn versucht. Nicht, weil Hiob was falsch gemacht hat, sondern weil Hiob was richtig gemacht hat, kam die Zeit der Versuchung. Vielleicht bist du in einer Angriffszeit in deinem Leben. Nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil du was richtig gemacht hast. Eine Zeit der Versuchung. Da kommt der Teufel und raubt alles, was er hatte. Er hat also alles geraubt. Seine Kinder sind gestorben, sein ganzes Vermögen ist kaputt, sein Körper ist kaputt, er reibt sich auf, er ist krank ohne Ende. Alles ist weg, außer seine Frau ist da. Die ist beleidigt auf Gott und sagt, hängst du immer noch dran an deiner Gerechtigkeit? Dann sagt sie, fluche Gott und stirb. Hat alles verloren und eine Frau, die ihm sagt, fluch Gott und stirb. Dann kommen noch seine tollen Freunde. Also in Krisenzeiten kommen dauernd tolle Freunde. Die geben dir tolle Ratschläge. Und dann fangen die an, kapitelweise irgendwelche tollen Ratschläge zu geben. Die hinten und vorne voll waren mit Weisheit von den Menschen, aber nicht voll mit der Weisheit von oben. Nach Jakobus 3 brauchst du nicht Standardantworten für tiefe Lebenskrisen. Du brauchst Weisheit von oben, dass du mit dem Wort Erkenntnis Menschen rausretten kannst. Bitte pass auf, was du sprichst. Weisheit von oben. Diese tollen Freunde haben ihn total durcheinander gebracht. Was macht Hiob? Hiob 42, Vers 10. Wir lesen zusammen. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob hatte, auf das Doppelte. Was war der Moment, als Hiobs Erstattung zustande kam? Hiob hat eine Erstattung bekommen, auf wie viel? Auf das Doppelte. Nämlich? Halleluja. Er hatte Double for Trouble. Er hat eine Erstattung auf das Doppelte bekommen. Er hatte krasse Belästigungen, Attacken, Ärger vom Teufel. Hat alles verloren und Gott hat alles wiederhergestellt. Auf das Doppelte.
Und da kommt dieser Moment zustande, wo er verletzt wurde von allen. Und was musste er machen? Er musste Fürbitte tun für seine Freunde. Der Herr hat sein Geschick gewendet, als er für seine Freunde fürbittet hat. Viele bekommen die Erstattung auf das Doppelte nicht zustande. Kommt nicht rein in dein Leben. Weil du immer sagst, mein Freund war schuld, mein Ex-Mann war schuld, mein Pastor war schuld, meine Gemeindeleitung war schuld, meine Arbeit war schuld, mein Arbeitgeber war schuld. Irgendjemand ist immer schuld. Und solange du in diesem Schuldkarussell rumrennst, kann dieser Segensfluss vom Himmel gar nicht zustande kommen in deinem Leben. Ich lade dich ein. Da gibt es einen Schlüssel, der heißt Vergebung. Und fang an, für die Leute, die dir komische Ratschläge geben, Fürbitte zu tun. In diesem Moment, wenn du Fürbitte tust, für die Leute, die gegen dich gehen, kommt ein Segensfluss vom Himmel zustande und dann kommt eine Erstattung zustande, nämlich Double for Trouble. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf wie viel? Auf das Doppelte. Immer wenn ihr was dick seht, könnt ihr das auch mitlesen. Versuchen wir es mal. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Sehr gut. Nächste Bibelstelle. Gibt es eine Erstattung oder nicht? Joel Kapitel 2, Vers 25 bis 26. Und ich werde euch die Jahre erstatten. Alle zusammen. Und ich werde euch die Jahre erstatten. Noch einmal. Und ich werde euch die Jahre erstatten. Vielleicht denkst du, Mann, ich war schon 10 Jahre hier irgendwo in der Firma und habe nichts geschafft. 5 Jahre war ich in dieser komischen Ehe und irgendwie ging es allem daneben. 3 Jahre kämpfe ich schon mit dieser Krankheit. 20 Jahre komme ich nicht voran. Was ist die Antwort vom Himmel? Und ich werde euch die Jahre erstatten. Wenn du bereit bist für Gottes, wie soll man sagen, Gottes Werkstatt, für Gottes Verwendung, wenn du bereit bist für Gottes Gebrauch, wenn dein Herz bereit ist für deine Berufung, ist die Frage von einem Tag, bis Gott alles wieder erstatten kann. Er braucht manchmal ein halbes Leben, bis er dein Herz verändert. Aber er braucht einen Tag, um alles wieder zu erstatten. Nochmal zusammen. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben, mein großes Herr, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden. Und ihr werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Halleluja. Hiob hat alles verloren. Gott hat alles vermehrt, bis aufs Doppelte. Joel 2 verheißt eine Erstattung und ich werde euch die Jahre erstatten. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Wie kommen wir zu dieser Herrlichkeit? Durch Leid kommt Herrlichkeit. Das ist eine Sache, die wir nicht mögen als Deutsche, die wir nicht mögen in der westlichen Welt, aber Leid bringt Herrlichkeit. 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18, das steht drin. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Wer von euch wurde schon mal bedrängt? Wer von euch würde sagen, während er drin war, das war schnell vorübergehend und leicht? Wenn du in Bedrängnis bist, dann sagst du genau das Gegenteil. Mann, wie lange ist das? Das ist ja ewig, das geht überhaupt nicht zu Ende und das ist... Ich schaffe das nicht. Das Wort sagt was anderes. Das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis. Wenn du eine Erstattung erleben willst in deinem Leben, eine Wiederherstellung erleben willst, musst du die Sichtweise des Wortes glauben, nicht die Sichtweise deiner Gefühle glauben. Amen. Dein Leid ist vielleicht schlimm, aber Gott lässt nichts zu über dein Vermögen hinaus. Fang an zu sprechen, meine Probleme sind leicht, schnell und vorübergehend. Und alle sagen nein, 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 nein. Und du sagst doch, es ist leicht, schnell und vorübergehend. Dieses schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis, bewirkt ein über die Maßen, alle zusammen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das Leiden in deinem Leben, wenn du dich darauf konzentrierst, wirst du 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre mit Leid zu tun haben und alle werden dich bemitleiden. Hör auf mit diesem Zeug.
Raus aus dieser Spirale. Wir sind doch nicht berufen, im Leid und Mitleid rumzusudeln. Fang an zu sprechen. Ja, ich habe große Probleme, aber es ist schnell, vorübergehend und leicht. Amen. Schnell, vorübergehend und leicht. Amen. Halleluja. Und hast du schon gelesen? Es bringt ein, alles zusammen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wer von euch will dieses überreiche, ewige Gewicht von Herrlichkeit haben? Weißt du, was du brauchst? Leid. Ist nicht so charismatisch cool, ne? Jetzt alle entscheiden wir uns für irgendwas. Es kann sein, dass ein Leid, Bedrängnis reinkommt in dein Leben. Aber wisse eins, Jesus geht mit dir da durch. Jesus geht mit dir da durch. Und es bringt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Es ist nicht nur kurz, es ist ewig. Ein ewiges Gewicht. Du wirst im Himmel dankbar sein für die Bedrängnis, die du auf dieser Erde durchgemacht hast. Als ich bei meinem vorletzten Himmelserlebnis im neuen Jerusalem sein durfte, Gott mich versetzt in das neue Jerusalem, ich habe so eine ganz große Ebene gesehen, so wie so eine, ja, wie so eine Arena, links und rechts ganz viele Engel loben Gott und in der Mitte ganz viele Märtyrer. Hunderttausende von Märtyrern und die beten alle Gott an im Geist und der Wahrheit. Das war ein Lobpreis-Anbetungsmoment, den ich auf dieser Erde noch nie gesehen habe. Mit Abstand. So herrlich. Und dann beten die alle an in Geist und der Wahrheit. Und ich bin ganz hinten so, stoß einen davon an. Und er dreht sich zu mir um. Und er hat ja gerade Gott angeschaut. Seine Augen total erfüllt. Und ich wusste, das sind Märtyrer. Die haben ihr Leben gegeben. Sie wurden misshandelt, geschlagen, geblutet. Sie sind gestorben für den Namen Jesus. Das war überhaupt nicht schnell vorübergehend und leicht aus der Perspektive der Menschen. Und ich frage diesen Mann, war es nicht schwer? Du hast dein Leben gegeben für Jesus. Und er guckt mich an, er kommt ja gerade aus der Anbetung, guckt mich an. Und er sagt mir, Daniel, jede Sekunde auf dieser Erde hat sich gelohnt für die Herrlichkeit, die ich heute habe im Himmel. Ich habe mich erinnert an Römer 8, Vers 18. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, es gibt die beste Zeit, kommt erst noch. Aber bitte bleib nicht im Sumpf deines Mitleides, deiner Leiden drin. Hör auf, da drin zu reden. Komm raus und sag, es gibt ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Die kommt in meinem Leben zustande. Hör auf, über deine Probleme zu reden. Rede über den großen Gott, der mit einem Wisch die Probleme weghauen kann. Damit ihr es nicht vergesst. Halleluja, genau, wunderbar. Lass uns mal hineinschauen zu einem Mann, der heißt Kaleb. Ein Mann, sein Name ist Kaleb und ich möchte ein bisschen tiefer reingehen in sein Leben, weil ich spüre, dass hier Kalebs sitzen. Ich spüre, dass diese Botschaft dran ist für den heutigen Tag und dass heute eine Wiederherstellung der Berufung, der Kaleb-Berufung in deinem Leben zustande kommt. Lass es hineinschauen. Wer war dieser Kaleb? Warum hat er eine Erstattung bekommen und was geschah in seinem Leben? 4. Mose 13, Vers 1 bis 2 und Vers 6. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel gebe, je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen, für den Stamm Juda, alle zusammen, Kaleb, der Sohn Jefunes. Da kommt Kaleb zum ersten Mal auf die Bühne, zum ersten Mal in die Sichtweise. Kaleb ist einer dieser Obersten, er sagt, okay, alles klar, ich bin einer von diesen 12 Kundschafter. Ein Mann aus jedem Stamm, 12 Stämme gab's. Diese 12 Männer stehen vor Mose. Einer davon, Kaleb. Lass uns mal auf Kaleb schauen. Ein Kapitel weiter geht's im Kapitel 14, Vers 1 bis 10. Sie waren schon weg, also die waren schon dort, haben alles angeschaut und kommen zurück. Ihr kennt doch die Geschichte. 10 Stück hatten Angst ohne Ende. 2 waren voller Glauben. Und jetzt kommt der Moment. Wir sind schon in der Phase, wo die 10 das ganze Volk beeinflusst haben. Und da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte
in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein. Wow. Achtung. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Alle zusammen. Und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Achtung. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da habt ihr nicht mitgeredet. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Halleluja. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Da kommen diese 10 an. Diese 10 haben Angst. Das ist ein Geist. Nach 2. Timotheus 1, Vers 7 haben wir nicht den Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Sie waren voll mit Angst, weil sie die Großen gesehen haben und nachgedacht haben über das Nachdenken, eine offene Tür in ihrem Kopf, kombiniert mit einem Gefühl des Kampfes, Kombination zwischen Gedanken und Gefühle, und der Teufel hat eine offene Tür, um eine Saat hineinzulegen, die werden euch töten, die werden euch aufessen, die werden euch fertig machen. Diese 10 hatten ihren Angsteimer offen, Angstkübel, wie wir heute gehört haben, ja. Reingehauen hat der Teufel mit Angst und mit komischen Gedanken, die alle nicht stimmen. Und sie kommen, diese 10, und sagen es der ganzen Gemeinde. Die Gemeinde hört diese Worte und es multipliziert sich im ganzen Reich. Es multipliziert sich ein Geist der Angst gegen die Großen des Landes. Und dann gibt es 2, diesen Josua und diesen Kaleb. Und sie reden nicht, wie die anderen 10 reden, sondern sie sprechen, wie wir gehört haben, fürchtet doch nicht dieses Landes, denn unser Brot werden sie sein, Vers 9, und ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Sie sprechen es aus, aber sie waren schon vergiftet mit Angst. Sie waren vergiftet mit Angst. Und hier kommt der Vers 10, die Reaktion von dem ganzen Volk. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Das war vor Tausenden von Jahren. Wir haben heute das Jahr 2023, September. Vor 3,5 Jahren haben wir genau die gleiche Sache erlebt. Corona kommt rein mit einem Geist der Angst. Es gibt 10 Kundschafter, die voll werden mit Informationen, ihre Gedankengefühle kombiniert mit Angst und fangen an, Müll zu sprechen, infiltrieren die ganze Gemeinde und sie fangen an, die steinigen zu wollen, die im Glauben sprechen. Genau das Gleiche. Wir haben nichts gelernt. Genau das Gleiche. Mit einer Argumentation der Vernunft, der Logik. Das ist doch hirnrissig. Genau das Gleiche, was vor tausenden von Jahren geschehen ist. Und die, die im Glauben sprechen, die soll man steinigen. Halleluja. Fang an, wieder wie Kaleb zu sprechen. Fang an, wieder wie Josua zu glauben. Und wenn alle gegen dich gehen, aber der Herr ist mit dir. Denn es gibt eine Verheißung, nämlich... Jawohl, genau, Halleluja, ich hab's drauf, gut. Kalebs Glaube, der 40 Jahre in der Wüste standhielt, segnete die nächste Generation,
mehr als das Doppelte. Leute, die sprechen in Zeiten der Not, sind Menschen, die einen Generationssegen freisetzen, von einer Generation zur nächsten Generation zur nächsten Generation. Diese 10 Kundschafter mussten mit dem Volk 40 Jahre in der Wüste sein, damit sie und ihre ganzen Nachkommen tot sind. Dass dieser Geist ausgetrieben ist. Das muss raus. Das ist Gift. Kaleb hat durchgehalten. Und seine Generation wurde gesegnet, weil ein Kaleb im Glauben gesprochen hat. Als vor 3,5 Jahren hier alles zugemacht wurde in Deutschland und weltweit, ich habe gesprochen, unsere Gemeinde wird aus der Corona-Krise stärker rausgehen, wie wir reingegangen sind. Denn die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden in Jesu Namen. Und wir haben so viele Bekehrungen wie noch nie, wir haben so viele Leute in der Welcome Lounge wie noch nie, wir haben so viele Finanzen wie noch nie, wir haben so viele Besucher wie noch nie, wir haben hier voll, ihr seht das, ihr findet keine Plätze wie noch nie, so viele YouTube-Zuschauer wie noch nie, so viele Bekehrungen, so viele Befreiungen wie noch nie. Ich bin dankbar, wir haben so viel Arbeit wie noch nie. Halleluja, genau. Aber ich bin dankbar für das, was Gott tut. Halleluja. Und ich spreche aus, dass hier ist kein Ort der Angst. Hier ist ein Ort, wo Josuas und Kalebs sprechen. Halleluja, weil Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr in Jesu Namen. Was geschieht mit diesem Kaleb, Vers 24? Jetzt kommt eine Aussage von Gott und die berührt mich so sehr. Nicht vergessen, das Dicke wieder mitzusprechen, ja? Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihm werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Wow! Gott vergisst nicht die Leute, die wegen dem Unglauben der Brüder 40 Jahre in der Wüste sein müssen. Er vergisst sie nicht. Und Gott selber sagt, weil ein anderer Geist in ihm war. Wow. Nochmal zusammen. Weil ein anderer Geist in ihm war. Mit welchem Geist sprichst du? Mit welchem Geist lebst du? Im Kaleb war ein anderer Geist. Ich habe mich entschieden, in meinem Leben wird der Geist des Glaubens wirken. Der Geist des Lebens wirken. Der Geist des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht von dem Gesetz des Todes und der Zerstörung. Halleluja. Und er mir treu nachgefolgt ist. Ich werde ihn in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Gott vergisst dich nicht, wenn du im Glauben durchhältst. Vielleicht musst du jahrelang gefangen rummachen in einer Ehe, die du nicht willst, in einer Arbeit, die du nicht willst, in einem Land, die du nicht willst. Vielleicht bist du unfreiwillig in Deutschland. Vielleicht musstest du aus Ukraine nach Deutschland kommen. Du willst gar nicht hier sein. Du bist unfreiwillig hier. Aber ich will dir sagen, Gott vergisst dich nicht. Gott ist bei dir. Er wird es wieder erstatten. Und wenn du im Glauben festhältst, wird Gott seinen Segen auf dir draufdrücken. Und er wird es nicht zulassen, dass der Teufel irgendwas von dir rauben kann. Denn Gott ist ein Gott der Erstattung. Halleluja. Ich glaube, dass wir heute eine Wiederherstellung der Berufungen machen sollten. David, kannst du kurz kommen, wenn du irgendwo bist? Wir haben gehört, eine Prophetie, dass Gott seine Berufung nicht gereut und dass Gott heute Berufungen freisetzen will. Wir wollen das jetzt gleich tun. Kannst du die Prophetie mal kurz wiederholen nochmal? Ja. Mit der Berufung, ja. Ja, ich habe einen jungen Mann, eine junge Frau gesehen, den in jungen Jahren ganz gebrannt hat für Jesus, und über dein Leben wurden krasse Berufungen ausgesprochen. Und irgendwann hat dein Herz nicht mehr so arg gebrannt für Jesus, und du hast falsche Entscheidungen getroffen und dein Herz wurde kalt, und zusätzlich kamen Verletzungen und dein Herz ist kalt und vernarbt jetzt. Aber ich soll dir sagen, dass Gott zu seiner Berufung, zu seinem gesprochenen Wort steht und dass der Plan mit dir immer noch Bestand hat und dass er ihn aktivieren möchte. Wir wollen jetzt was tun.
Wenn du im Herzen hast, ich will mich entscheiden, die Berufung, die Gott in meinem Leben gesprochen hat, die Gott in meinem Leben festgelegt hat, ich entscheide mich heute aufgrund des prophetischen Wortes, nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern ein Täter des Wortes zu sein, und ich werde heute nach Hause gehen, nicht mit einem Geist der Angst, sondern mit einem Geist des Glaubens, in der Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und du spürst, du hast deine Berufung vor ein paar Jahren schon abgelegt durch Verletzung, durch es geht nicht, nein, 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 und du willst dich heute entscheiden, diese Sache wieder zu nehmen. Wir machen gleich eine prophetische Handlung. Dann kommst du nach vorne, deine Hände. Du haust ihm rein, so stark du kannst. Ja, so. Okay? Er hat drei Jungs, er ist gewohnt sowas, ja? Genau. Haust rein, wie du kannst. Mit einer Entscheidung, ich lasse das Alte hinter mir und ich mache einen Schritt in der sichtbaren Welt, eine Entscheidung des Glaubens. Ich mache ganze Sache mit Gott. Mach es bitte nicht nur für heute. Mit dieser Entscheidung triffst du eine Entscheidung, bis zum letzten Tag deines Lebens wie Kaleb zu sprechen und eine Generationssegen freizusetzen, wie er das hatte. Ready? Ich predige weiter, ihr könnt hier kommen und draufhauen. Ja? Okay? Let's go, ihr könnt aufstehen. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir. Am besten hier, ach, lauft irgendwie, ja. Genau, ja, läuft irgendwie, genau. Vater, wir sagen dir danke, dass jetzt Kraft Gottes kommt in Jesu Namen. Wir machen es, dass Berufungen freigesetzt werden, Berufungen wiederhergestellt werden in Jesu Namen. Und wir sagen dir danke, dass jetzt Kaleb-Generationen freigesetzt werden. Ein neuer Geist des Glaubens, Halleluja, sehr gut. Neuer Geist des Glaubens freigesetzt wird in Jesu Namen. Und dass die Berufungen, die du gesetzt hast, in Jesu Namen jetzt festgemacht werden in Jesu Namen. Danke, Jesus. Wir geben dir die Ehre und wir sprechen hinein, dass jetzt Ordnung kommt in Jesu Namen, zu deiner Ehre in Jesu Namen. Halleluja, danke. Ich mache weiter. Josua Kapitel 14, Vers 5 bis 15. Es kommt zu einer Glaubensforderung von diesem Kaleb. Die Leute, die sich entscheiden, ganze Sachen mit Gott zu machen. Und hier steht drin, wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Söhne Israel und sie verteilten das Land. Da traten die Söhne von Juda vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn des Jephune, dem Kenasiter, sagten zu ihm, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwillen, in Kadesh Barnea geredet hatte. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Jetzt alle zusammen, Vers 8. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an diesem Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Halleluja. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Alle zusammen, Vers 12. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jedem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Danke, David. Da segnete ihn Josua und gab. Hallo? Und gab, genau, sehr gut. Dem Kaleb, den Sohn des Jephune, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, des Sohnes Jephune, dem Kenasiter, zum Erbteil bis zum heutigen Tag. Achtung, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war.
Halleluja. Der Name Hebrons aber war vorher statt des Aber, der war der größte Mann unter den Innerkittern gewesen. Acht alles zusammen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Wow. Was lesen wir hier? Es kommt nach der Einnahme von diesem ganzen Ding, kommt es zu der Landverteilung. Jeder kriegt ein Haus. Jeder kriegt ein Grundstück. Jeder kriegt irgendwas. So. Stell dir mal vor, Dörfer entstehen da, ja, dein Haus, Nachbarshaus und so schön. Also so richtig so wie in Deutschland, schönes Haus, ja. So, alles ist gut, alle wohnen da nebeneinander, alle freuen sich. Es kommt zu der Verteilung und dann kommt Kaleb. Er stellt sich hin, weil er 40 Jahre Gott treu nachgefolgt ist, keinen Fehler gemacht hat und er hat Autorität, vor Gott Großes zu fordern. Weil er 40 Jahre treu war. Und er spricht hier im Vers 8, meine Brüder, aber die mit mir hinaufgezogen waren, die machten das Herz meines Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Diese Entscheidung hast du heute hier getroffen. Ich bleibe treu in meiner Berufung. Bitte sprich nicht, blas nicht in das gleiche Rohr wie die Medien. Blas nicht in das gleiche Rohr wie die Angstleute. Blas nicht in das gleiche Rohr wie die Zweifler. Sprich in die Posaune des Glaubens. Das ist wichtig. Und Mose sagt, hey, ich werde dir diesen Erbteil geben. Und jetzt kommt dieser Vers 12. Der Kaleb wartet 40 Jahre. Jeder kriegt ein Haus. Und Kaleb sagt, nun gib mir dieses Gebirge. Jeder kriegt ein Haus. Kaleb kriegt den ganzen Berg. Und keiner sagt was gegen ihn. Die haben vor 40 Jahren schon mal was gegen ihn gesagt. Das machen sie nicht mehr. Gib mir dieses Gebirge. Stell dir mal vor, es kommt zu einer Versammlung, ein Gottesdienst für ganz Israel. Sonntag 10 Uhr morgens. Alle stehen auf, machen sich schick, gehen raus. Alle gehen aus ihren Häusern raus. Ja, alle Generationen. Könnt ihr es vorstellen? Alle so rauf. Und Kaleb und seine Familie, sie kommen vom Berg runter. Alle warten unten und oh, da vorne ist Kaleb mit seiner Generation und sie laufen runter. Alleine, woher sie kommen, hat eine andere Stellung. Wenn du reinkommst irgendwo, kommst du mit einer anderen Stellung rein. Wenn Kaleb reinkommt, weiß man, ein Mann des Glaubens. Du bist der Enkel von Kaleb? Wow. Bist du ein Kind von Kaleb? Wow. Was meint ihr, was eure Enkel sagen werden, wenn ihr im Glauben durchhaltet? Du bist ein Enkel von ihr? Ja. Ich gehöre zu Kaleb. Ich komme aus diesem Gebirge. Und er bekommt diesen Erbteil. Warum? Weil er Gott treu nachgefolgt ist. Und dann Vers 15 ganz am Ende. Was ist die Folge von Treue über 40 Jahre? Was ist die Folge? Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Es kommt ein Frieden rein. Ein Frieden rein in deine Generation, wo eigentlich nur Krieg ist. Wenn du in einer Familie drin bist, wo nur Erbstreitigkeiten sind und Rumzickereien und nur blöde Kommentare hinten und vorne und du nicht mehr weißt, wie kommt man dahin, nimm die Verheißung, dass Gott am Ende das letzte Wort hat und dass Ruhe vom Krieg einkehren wird. Applaus. Halte durch im Glauben wie Kaleb. Warum? Weil es gibt ein bisschen mehr Glauben bitte hier. Halleluja. Halte durch im Glauben, dann hast du Autorität, vor Gott Großes zu fordern. Du hast Glaubwürdigkeit vor den Menschen. Es vergrößert deine Vision und du hast ein Erbe für die nächste Generation. Das Größte, was meine Eltern mir gegeben haben, ist nicht Deutschland oder Klamotten oder ein Haus oder ein Auto oder irgendwas. Das Größte ist, weil sie ihr Lauf vollendet haben. Glauben bewahrt haben bis zum letzten Tag ihres Lebens und nicht aufgegeben haben. Meine Eltern waren in der Verfolgung in Russland
Und Gott hat zu meinem Vater gesagt, du wirst ein Mann werden, wo in die Nationen geht. Geht gar nicht, kein Geld, unmöglich, man kann gar nicht ausreisen. Aber er hat Gott geglaubt. Er ist durch die Verfolgung durchgekommen, kam nach Deutschland hier als Flüchtling, kam nach Deutschland hier rein und dann seine Brüder haben ihn abgelehnt. Er musste rausgehen. Und dann hat er den Arthur noch gepackt und gesagt, komm Arthur, wir gründen eine Gemeinde zu dritt, ja, mit noch ein paar Brüdern zusammen. Und sie drei und noch ein paar dazu, haben gesagt, okay, wir sind abgeschossen worden, verletzt worden, von Brüdern missbraucht worden, falsche Worte, falsche Urteile wurden über uns geredet, aber Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Heute haben wir Einfluss international, tausende von Leuten haben sich bekehrt, weil diese drei nicht aufgegeben haben, sondern auf Gott geschaut haben. Applaus für Edmund, Maria und Arthur. Das ist, Papa, heute musst du halt Englisch, ja, double for trouble für dein Leben, ja, doppelt für den Ärger, den der Teufel gemacht hat. Kennt ihr die Geschichte von der Paula Gassner? Paula, wer von euch kennt Paula Gassner? 5 Leute ungefähr, okay. Paula Gassner war eine Frau, die war schon vorm Krieg, hatte gelebt und hat gebetet, nichts ist richtig geschehen, gebetet und war voller Glauben, aber sie war wie Kaleb, hat immer gesprochen und dann ist sie gestorben. Und dann kam ein junger Pastor namens Peter Wenz, hat diese kleine Gemeinde übernommen, heute die größte Gemeinde Deutschlands, wo international Einfluss hat. Durch einen Haufen Krisen in seinem Leben gegangen, aber er hat nicht aufgegeben. Er ist auf eine Generationsebene eingestiegen, weil er ein Nachfolger eines Kalebs war. Rein in dieses vorbereitete Nest. Reingesetzt. Und dieser Kaleb, dieser Paula Gassner hat gesprochen. Und wir heute in Deutschland haben einen Einfluss international, weil diese Frau nicht aufgegeben hat. Ich lade dich ein. Die nächste Generation wird das Werk noch mehr als das Doppelte weiterführen. In Jesu Namen. Amen. Ja, glauben wir das, ja? Kennt ihr die Geschichte von John Wesley? John Wesley, so sieht er aus. Ja, damals gab es keine Fotos, ja. Es gibt eine Statue, ja. Genau, so sieht er halt aus. John Wesley. Wenn John Wesley, der Gründer der Methodisten, in einer Kirche gepredigt hatte, wurde er oft gebeten, nicht wieder dorthin zurückzukommen. Wenn er auf den Straßen predigte, wurde er von der Stadtbevölkerung vertrieben. Als er auf einer Wiese predigte, ließen die Menschen einen Bullen auf ihn los. Doch er weigerte sich nicht aufzugeben. Und später predigte er auf einer Weide und 10.000 Menschen kamen, um ihn zu hören. Halleluja. Kennt ihr den Abraham Lincoln? So sieht er aus. Mich erstaunt auch die Geschichte von Abraham Lincoln. Angesichts der vielen Rückschläge hatte er genug Grund zu glauben, er würde es niemals zu etwas bringen in seinem Leben, geschweige denn Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Im Alter von 21 versagte er geschäftlich. Ein Jahr später kandidierte er für den Parlament und verlor. Mit 24 Jahren hatte er den zweiten geschäftlichen Misserfolg. Als er 26 Jahre alt war, starb seine geliebte Frau. Ein Jahr später hatte er einen Nervenzusammenbruch. Im Alter von 29 verlor er einen weiteren politischen Kampf und mit 34 kandidierte er ohne Erfolg für den Kongress. Mit 37 wurde er zwar in den Kongress gewählt, doch nur um 2 Jahre später wieder sein Amt abgeben zu müssen. Mit 46 Jahren versagten seine Bemühungen, für den Senat zu kandidieren, und in dem darauffolgenden Jahr misslang ihm der Versuch, Vizepräsident zu werden. Als er 49 Jahre alt war, wurde ihm der Einzug in den Senat verwehrt. Er hatte 4 Söhne, von denen nur einer das Erwachsenenalter erreichte. Doch mit 51 Jahren wurde Abraham Lincoln Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und führte das Land erfolgreich durch eine der schwierigsten Zeiten. Viele Menschen hätten gesagt, nie im Leben, doch nicht Lincoln. Er gab niemals auf. Kaleb. Kaleb ist ein Mann, der hat 40 Jahre in der Wüste verbracht, aber das Gute war, er hat ein Erbe für die nächste Generation freigesetzt. Der nächste Mann, den wir anschauen wollen,
ist Abraham. Abraham wurde gefordert, sein Trouble war, er wurde gefordert, seinen Sohn zu opfern. Er musste es nicht. Aber was hat er bekommen? Eine ganze Nation gewonnen bis heute. Nach Galater 3 wird der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Nationen kommen. Ein Mann des Glaubens. Er hat erlebt, Halleluja, König David, da kommt dieser Trouble mit Saul. Er will ihn töten, er will ihn zerstören, er will ihn kaputt machen. Aber dann kommt die Wiederherstellung. Das Double kommt zustande, diese doppelte Erstattung. Er wird König, ein Mann nach dem Herzen Gottes und hat Einfluss bis heute. David ist ein Mann, der? Halleluja. Kennt ihr die Geschichte von Josef? Er wurde weggestoßen, er wurde verkauft von der eigenen Familie. Falsche Anschuldigung, ab ins Gefängnis. Er war Gott treu und war vergessen da drin. Was geschehen? Als sein Charakter bereit war für seine Berufung, wurde er der zweite Mann im Land, hatte großen Einfluss. Sein Traum, seine Vision von Gott hat sich erfüllt. Kennt ihr die Geschichte von der Hanna? Die Hanna wollte ein Kind haben. Sie war aber unfruchtbar und zudem hatte sie auch noch die tolle Penina um sich. Die Penina piekt sie rum und sagt, ich hab Kinder, du nicht. Ich hab Kinder, du nicht. Und sie piekt sie und sie wird sie geht so an die Grenze ihres Lebens, sie kann schon nicht mehr, hat Leid erlebt von dieser Penina. Aber dann kommt der Moment, wo Gott ihr begegnet. Sie bekommt einen Sohn und gleichzeitig bekommt das Volk einen Propheten, Samuel. Und danach kriegt sie noch weitere 5 Kinder. Nämlich, Halleluja. Kennt ihr die Geschichte von Petrus? Er verrät Jesus. Er verrät Jesus und am Ende heult er rum. Aber dann steht er wieder auf. Er macht die Pfingstpredigt, 3000 Taufen an einem Tag. Kahn, wo bist du? Naja, nicht da, ja? Doch, bist du da. 3000 wollen wir halb leben. Amen, haben wir gestern drüber geredet. 3000 Taufen. Und die Entstehung der Gemeinde. Was ist geschehen? Er hat Jesus verraten, aber Jesus hat ihn nicht aufgegeben und er ist wieder aufgestanden. Kennt ihr die Geschichte von Paulus? Er hat seine gesetzlichen Brüder verloren, aber er hat viele Heiden für Jesus gewonnen. Die Jünger haben Jesus verloren, aber den Heiligen Geist bekommen. Jesus hat alles verloren und die ganze Welt für Gott gewonnen. Halleluja. Ich lade dich ein. Schau nicht auf die Probleme deines Lebens. Wisse eins, Gott ist ein Gott der doppelten Erstattung auch in deinem Leben. Und wisse eins, in deinem Leben? Jetzt klappt's hier gut. Halleluja. Wir wollen langsam zum Ende kommen. In Römer 4, Vers 19 bis Vers 22 steht drin, wie hat dieser Abraham das geschafft? Wie hat Abraham das hingekriegt, dass er nicht aufgibt da drin. Gott sagt zu ihm, du wirst ein Mann eines großen Volkes werden. Und guckt auf seine Frau, guckt auf sich. Und Gott hat trotzdem etwas getan. Wie ist es geschehen? Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Der Schlüssel von Abraham, Vers 19, war, er wurde nicht schwach im Glauben, weil er nicht auf die Umstände geschaut hat, auf seinen eigenen und erstorbenen Leib hier von der Sarah, 100 Jahre alt, Absterben des Mutterleibens. Und Vers 20, er zweifelte nicht durch Unglauben. Entweder sitzt du im Unglauben drin, dann war's das mit deiner Erstattung. Oder du zweifelst nicht durch Unglauben. Unglaube ist keine höfliche Anstandsgeschichte. Unglauben ist absoluter Feind deines Lebens. Schmeiß den Unglauben raus. Versuch nicht alles aus deinem Kopf zu verstehen. Nimm das Wort Gottes und schmeiß den Unglauben raus.
Wenn du Unglauben hast, Leute werden sagen, ja, ich verstehe dich gut. Das bringt dir aber genau gar nichts. Du brauchst den Glauben Gottes und nicht das Verstehen von deinen Brüdern. Ja? Du brauchst den Glauben Gottes. Und Abraham hat nicht gezweifelt durch Unglauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben. Warum? Weil er Gott die Ehre gab. Wow. Wenn du in Zeiten bist, wo es nicht leicht ist, wie kannst du deinen Glauben stärken? Wie kannst du den Glauben hochholen, so wie Abraham, indem du Gott die Ehre gibst? Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es auch ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Abrahams Schlüssel war, er wusste eins, wenn Gott spricht, dann tut er es auch. Wenn Gott spricht, dann macht das auch. Ich lade dich ein. Schau nicht auf die Unmöglichkeiten deines Lebens. Schau nicht auf die Probleme deines Lebens. Schau auf die Verheißung, die Gott in dein Leben gesprochen hat. Sei wie ein Kaleb, sprich im Glauben. Gib Gott die Ehre. Wie gibt man Gott die Ehre? Bete ihm an in geißelnder Wahrheit. Preise ihn jeden Tag. Auch wenn die Umstände Nein sagen, sag dein Glaube doch. Wenn der Körper Nein sagt, sagt dein Glaube doch. Und wenn die Regierung Nein sagt, sagt der Glaube doch. Und wenn der Arzt Nein sagt, sagt der Glaube doch. Und ich möchte dich ermutigen, halte fest und sei dir gewiss, dass das, was er verheißt, er tut es auch in deinem Leben. Ich bin heute dort, wo ich bin, weil ich weiß, wenn Gott spricht, dann tut er es auch. Wenn Gott spricht, tut er es auch. Als ich weiß nicht, wie alt ich da war, vierte Klasse, so 10 ungefähr, habe ich keine, wollte mich in eine Sonderschule schicken, war so schlecht in der Schule und habe die Aufnahmeprüfung gar nicht bestanden und so. Und da habe ich gesagt, Gott, jetzt habe ich echt ein Problem, bitte hilf mir. Und dann habe ich gebetet und dann hat Gott nicht geantwortet in meiner Geschwindigkeit, wie ich es wollte. Ich habe nämlich 1 Minute gebetet und wollte gleich die Antwort haben, hat er nicht gemacht. Und dann habe ich ein paar Stunden später kam Gottes Zeitpunkt und er hat mir gezeigt eine Halle, eine große Halle mit einer Schule, also da waren ganz viele Leute, so wie hier, alles war voll. Vorne war eine Schule und es war eine Aula in der Schule. Und vorne war so eine Bühne war da und ein Mann mit einer Glatze war da vorne und so ein roter Vorhang. Und ich kannte weder diesen Mann, noch kannte ich die Schüler, noch kannte ich diese Aula, ich kannte gar nichts. Und Gott spricht in dieser Vision als Antwort auf meine Frage, auf mein Gebet, spricht er zu mir. Ich habe damals nicht kapiert, dass es eine Vision war. Gott spricht zu mir. Daniel, ich werde dich da hineinsetzen und du wirst mit einem Notendurchschnitt von 1,8 einen Sonderpreis bekommen. Ich habe das vergessen und als abgetan, weil ich hatte keine solche Noten. Und das geht gar nicht, nee. Vergessen, nicht kapiert, dass es eine Antwort vom Himmel ist. Vergessen, abgelegt, niemals dafür gebetet. Ich bin aufgewachsen, wurde immer besser, besser, besser. Nicht, weil ich klug bin, sondern weil Gott in mir klug ist. Und ich wurde besser, habe die Schule gewechselt. Irgendwann habe ich dann Unterricht mitgemacht, weil der Lehrer mich da brauchte. Und dann habe ich Hausaufgaben, Nachhilfe gegeben und so weiter. Und dann kamen wir zum Abschluss. Ja, das Ding halt, ja. Genau. Also Abschlussfeier, genau. Und dann kamen alle nach vorne und haben ihre Preise bekommen. Unsere Klasse war ziemlich schlecht, kein Preis, alles war nichts drin, alles gut. Und Vorhang ging schon zu, mein Lehrer mit der Glatze kommt nach vorne, der rote Vorhang geht zu. Er kommt nach vorne und weil ich ihm geholfen habe im Unterricht, steht er vor und sagt, es gibt einen Sonderpreis in diesem Raum. Daniel Exler mit einem Notendurchschnitt von 1,8, komm bitte nach vorne. Ich stehe auf von meinem Platz. Und ich habe es ja vergessen, das ganze Ding. Ich stehe auf von meinem Platz und etwas geschieht. Während ich aufstehe, nach vorne gehe, kommt mir, was ich vor 6 Jahren gesehen habe, kommt mir in meinen Kopf hinein wieder. Und ich sehe, ich war so berührt, nicht wegen diesem blöden Abschluss, ich war berührt, weil was Gott spricht, tut er auch. Wow. Das hat mich so reingebrannt. Und ich laufe nach vorne und treffe diese Entscheidung. Gott, ich danke dir, denn was du versprichst, was du sagst, das tust du auch. Etwas ist reingebrannt worden in meinem Herzen. Ich habe eins kapiert. Die Verheißung Gottes kommt zustande. Ob wir dafür beten, dafür glauben, was auch immer. Gott ist viel gnädiger, wie wir denken. Wenn du betest und glaubst, macht das eher. Ja, es geht schneller. Aber er kennt deine Schwächen und er liebt dich und er gleicht alles aus. Und ich möchte dich ermutigen, halte fest wie Abraham an der Verheißung, die Gott gegeben hat. Denn es gibt diese Verheißung, nämlich
Halleluja. Wir kommen langsam zum Ende. Und Jesaja 43, Vers 2, da steht drin. Und wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Nochmal alles, was hier, nur was dick ist. Wasser, Ströme nicht überfluten. Feuer nicht versenkt. Flamme nicht verbrennen. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich meine erste Prophetie bekommen. Ich war damals Beamerdienst, früher hieß es Folien auflegen. Ja. Im alten Jahrtausend gab es noch Overhead-Projektoren, genau mit so einem Ding da. Ja, ist, ja. Auf jeden Fall, ich war 11 Jahre alt und da kommt ein Prophet aus Südafrika, er kommt nach vorne und sagt, holt mir diesen Folienaufleger von der Kinderstunde zurück. Ich habe ein Wort vom Herrn. Die Leute kommen, holen mich, stellen mich dahin. Der legt seine Hände aus Südafrika. Ich habe nichts kapiert, was er gesagt hat. Ich wusste nur eins, es ist wichtig. Ja? Wenn ich schon vor den Leuten stehe. Er legt seine Hände auf. Und mein Papa hat gesagt, schreib alles auf. Ich habe alles aufgeschrieben. Ja? Und alles, was er prophezeit hat, war heute vor 30 Jahren. Alles, was er prophezeit hat, ist 1:1 so geschehen. 1:1 so geschehen in meinem Leben. Und er fängt an zu prophezeien und sagt, Daniel, du wirst durch Wasser laufen, aber du wirst nicht überflutet. Du wirst durchs Feuer gehen, aber es wird dich nicht versenken. Du wirst durch Flammen laufen müssen, aber du wirst nicht verbrennen. Und ich will es dir zusprechen in deinem Leben. Wenn du durch Wasser, durch Ströme im Leben gehen musst, du wirst nicht überflutet werden. Wenn du durchs Feuer gehen musst, du wirst nicht versenkt werden. Wenn du durch Flammen laufen musst, du wirst nicht verbrennen. Und Gott hat zu mir gesprochen damals in der Prophetie, du musst in die Höhle des Löwen hineingehen. Aber Daniel, Gott wird den Rachen der Löwen zumachen. Und so war es in meinem Leben. Genau das habe ich erlebt die letzten Jahre. Und ich möchte es dir zusprechen. In eurem Handout, es gibt ein Handout zu dieser Predigt, könnt ihr gerne runterladen, gibt es ganz viele Probleme, wenn du einsam bist, wenn du alleine bist, wenn du krank bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du planlos bist, alles Mögliche. Und überall gibt es dann eine Verheißung dafür. Du brauchst das Wort Gottes, um da voranzugehen. Das heißt, wenn du in einer Krisenzeit bist, brauchst du das Wort Gottes. Nimm bitte das Wort Gottes. Schau dir dieses Handout an, schreib dir diese Bibelstellen auf, lerne sie auswendig, spreche sie jeden Tag aus und nimm das Schwert des Geistes und geh dagegen. Ja? Sprich die Worte Gottes aus, nicht den Zweifel und die Umstände, sprich das Wort aus. Ganz wichtig, ja? Dann wirst du überleben da drin. Und im Handout findet ihr einige von diesen guten Bibelstellen für schwierige Umstände. Letzte Bibelstelle, wollen wir alles zusammen lesen. Und da wollen wir noch zu einer Kindereinsingung kommen. Hiob Kapitel 42, Vers 10. Alles zusammen, vollständig. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob hatte, auf das Doppelte. Noch einmal. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Alle zusammen. Halleluja. Wir wollen zusammen beten. Ich kann euch hier nicht von vorne rufen, sonst haben wir ja alles voll. Aber wenn ihr eine Entscheidung treffen wollt, zu sagen, ich bleib treu, Gott, mit der Verheißung, die du mir gegeben hast, und ich werde durchhalten, auch in schwierigen Umständen, und ich erwarte eine Erstattung vom Himmel. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, steh kurz auf, ich segne dich, bet kurz für dich jetzt. Auch online, ich lade dich ein, wenn du das jetzt zuhörst, mach dich eins mit diesem Gebet jetzt. Jesus, wir sagen dir Danke für jeden Einzelnen, der hier ist, physisch im Raum ist, jeder Einzelne, der hinter dem Bildschirm ist. Wir sagen dir Danke, dass du der Gott der Wiederherstellung bist. Du bist ein Gott der Erstattung, du bist ein Gott des Sieges, du bist ein Gott der Herrlichkeit, du bist ein Gott der Weisheit in Jesu Namen. Und ich bete jetzt, dass eine himmlische Erstattung zustande kommt in Jesu Namen. Dass alles, wo der Teufel zerstören wollte, muss er wieder erstatten in dem Namen des Herrn. Und wir beten, dass wir als eine Kaleb- und Josua-Generation aufstehen, im Glauben sprechen und nicht mit dem Geist der Angst hier reden in Jesu Namen. Ich schmeiße jeden Unglauben raus hier aus diesem Raum und wir sprechen aus, du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Und du wirst nicht sterben, sondern leben. Danke, Vater, dass eine neue Welle des Heiligen Geistes zustande kommt. Und wir danken dir für eine himmlische Erstattung, für das, was der Teufel
versucht hat zu rauben. Und wir sagen dir Danke, dass das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis, ein über die Maßen ewiges Gewicht an Herrlichkeit hervorbringt. Und ich spreche es aus, ein über die Maßen ewiges Gewicht an Herrlichkeit in deinem Leben. Und alle sagen, Amen. Dürft gerne Platz nehmen.